Madulü. Maduluy. Madulü. Sei eher Fertler Jubel. Da könntest du blöde werden. Eier Fertler Jubel. Eier Effel. Ja, genau. Ja, ja. Nein. R. Поздравляю. Поздравляю. Das heißt Glückwunsch. Danke dir. Жут рожны. Das ist die Ecke. Жут рожны. Рожны. Ja, das war auch irgendwie. Ja, das war einfach. Bist du bereit? Das war schwierig. Okay, ist okay. Jetzt pass mal, das ist ein bisschen länger. Okay. Przyjąć piłkę klatką piersiową. Das heißt, den Ball auf dem Brust. Mama. Przyjąć piłkę klatką piersiową. Pięć. Przyjąć, halt annehmen. Okay. Przyjąć. Pięć. Piłkę. Piłkę. Junge. Ich spreche halt Aramäisch und ich weiß nicht, ob du das schon gehört hast. Noch gar kein Fall. Aramäisch spricht man mittlerweile jetzt in keinem bestimmten Land, sondern halt Aramäer sind halt quasi verteilt in Europa oder auf der Welt. Ich sag mal jetzt einfach Adarbohat. Sag nochmal. Adarbohat. 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 Ja, also das heißt eigentlich quasi einfach nur, wie geht's dir oder was machst du? Vielleicht nochmal eine Frage, Maiko Kosat, das ist vielleicht ein bisschen einfacher. Maiko Kosat? Mit T am Ende, Maiko Kosat. Maiko Kosat? Ja, das heißt, woher kommst du? Hat ein Staat, Tuppe. Sag nochmal, das hat. Hat? Kommt Staat. Es kommt Staat. Kommt Staat. Es kommt Staat. Tuppe. Tuppe. Das heißt, spielst du Fußball. Okay. Ja. Piu. Piu. Kaum. Kaum. Ja. Piu kaum. Piu kaum. Ja. Das ist kein Chinesisch. Jetzt ja. Klatką piersiową. Klatką piersiową. R. Da hast du in der Mitte R. So. R. Ja. Piersiową. Piersiową. Ja, ja, das war gut. Oh, ja. Und jetzt nur das davor. Przyjąć piłkę. Ach, das gehört zu. Ich kann den Ball nicht annehmen. Mach weiter. Espelio per Borussia Dortmund. Espelio ab Borussia Dortmund. Pier Borussia Dortmund. Sag noch einmal bitte komplett. Espelio per Borussia Dortmund. Espelio per Borussia Dortmund. Was heißt das? Ich spiele bei Borussia Dortmund. Ja, okay. Kurtu Studien Dari. Nochmal bitte. Kurtu Studien Dari. Kurtu Studien Dari. Kurtu Studien Studien Dari. Ich will die ganze Zeit gut tun am Anfang sagen. Kurtu Studien Dari. Ja, war okay. Was machst du heute? Auch wieder. Lettisch, alles lettisch. Es negribu runat. Es negribu runat. Warte, sag nochmal. Es negribu runat. Es negribu runat. Ja. Was denkst du, was das heißt? Es negribu runat. Boah, keine Ahnung. Ich möchte nicht reden. Das reicht in Szczebrzeszyn, das ist Stadt in Südpölen, zirpt ein Käfer im Schliff. Schliff? Ja, Schilf. Im Schilf? Im Schilf. Ich dachte, er schlief. Du schaffst das nicht. Aber da musst du sagen, Szczebrzeszynie chrząszcz brzmi. Mach mal so drei Teile draus. Szczebrzeszynie. Szczebrzeszynie. Okay. Chrząszcz. Chrząszcz. Brzmi. 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 Ja, das war to. W trzcinie. W trzcinie. Oh my God. Durch meine Zeit in Holland, die 2 Jahre, kann ich jetzt einigermaßen Holländisch sprechen und ja, wurde jetzt hier zum Fremdsprachenmeister umfunktioniert. Ich würde sagen, wir beginnen mit was auf dich zugeschnitten ist.
auch, dass jetzt du dich kurz vorstellst und du sagst, hoi. Hoi. Ich bin Steffen. Ich bin Steffen. Und ich bin der größte Durpunktmarker in der hele Club. N. Ich. Bin. De. Holste. Holste. Ja. Holste. Dualpunktmarker. Dualpunktmarker. In the hele Club. In the hele Club. Genau. Ja, ich bin Steffen. Und ich bin der Stürmer. Nee. Der größte Stürmer. Dualpunktmarker. Ist ähnlich wie Stürmer, aber ist eher so. Ja, der die meisten Tore also, im ganzen Verein macht. So. Ja, ich glaube, einen, den viele, glaube ich, auch kennen, ist Hotverdamme. Hotverdamme. Das heißt sowas wie, mein Gott, ja. Nur ein bisschen schlimmer. Bin ich heck. Bin ich heck? Ja, das ist sowas wie, ja, bist du bekloppt. Ja gut, ich sag mal so, ich kenne jetzt nur noch so Sachen, die nicht unbedingt für die Kamera. Ja, an das Ende kann ich auch sagen, ihr habt das, ja, sehr gut getan. Du machst es besser als ich. Ja, natürlich. Du bist ein Klatschgesicht. Da gönnst du Bläde werden. Was soll's heißen? Da könnte ich verrückt werden. Da gönnst du Bläde werden. Macht er gut. Hör mal auf mit Rumdickschen. Hör mal auf mit Rumdickschen. Das heißt, hör mal auf mit Rumheulen. Oder? Ehrlich? Hör mal auf rumzuheulen. Ist Klatschglei. Aber es ist ja. Verstehst du das? Ja, ist Klatschglei. Ja. Also doof bin ich jetzt nicht. Also, kriegst du einen hinter die Ohren. Oh, das glaube ich überall in Deutschland. Was sagt man so ein Pott dazu? Kriegst du einen auf die Schnauze? Ja, was dat denn? Knall die Pille raus, du Dumpfbacke. Ja, was dat denn? Knall die Pille raus, du Dumpfbacke. Ja, macht auch nicht schlecht, oder? Hast du noch was? Nee. Echt jetzt? Was soll ich denn sagen? Im Pott wird nicht viel gesprochen, ist viel beleidigt, ey. Da wird mal locht, ne? Wird mal locht, beleidigt, getrunken, viel Wasser. Ja, fang doch mal an, was man so bei euch so für Sachen sagt. Du kleine Ja, dasselbe alles so. Ja. Ich find's gut, so wie du rangehst an die Sache. Ja, ich kann jetzt nichts sagen. W. Ja, wie Wilhelm. Okay. Wtschinje. 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 Hör auf zu lachen. W? W? Tschinje. Tschinje. Also versuchen wir dann ohne Tschitschi. Halt. Tschinje. Tschinje. Was ist da? Da gibt's keinen Tschitschi. Du sagst doch Tschitschi. Du bist ein Tschetschen. Tschetschenien. Auch nicht. Das ist Polen. Aber du machst doch mal ein Tsch. Ja, aber du machst doch zwei. Nein, Tschinje. Ja, Tschetschenje. Ja, kennst du den Unterschied zwischen Tschinje und Tschinje? Da machen wir das gut gemacht. Da kann man sagen, dobrze się spisałeś. Konzentrier dich, das ist ganz easy, wirklich. Dobrze się spisałeś. Dobrze się spisałeś. Ja, genau. Ja, sag ich. Danke.